Hallo, mein Name ist Thomas Gasper und ich bin bei Adesso für den Bereich Digitalisierung verantwortlich. Gemeinsam mit meinem Kollegen werden wir Ihnen heute das Format Interaction Remote vorstellen. Mein Name ist Jonas Troja und ich bin Teamleiter im Bereich Digitalisierung. Der Interaction Room ist ein bewährtes Format, das wir gerade in frühen Projektphasen einsetzen. Der Fokus dabei liegt einerseits auf der Planung von Projekten sowie der Konzeption und Anforderungserhebung von IT-Systemen. Der Interaction Room ermöglicht dabei durch eine geführte Moderation den Einsatz pragmatischer Visualisierungstechniken eine lösungsorientierte Erarbeitung von Themen und Fragestellungen. Daraus resultiert zum einen ein gemeinsames Verständnis der Workshop-Teilnehmer sowie eine geteilte Verantwortung zwischen Fachabteilung und IT für das Projekt. Wir haben in den letzten Jahren viele dieser Interaction Rooms physisch durchgeführt, was natürlich in der aktuellen Zeit schwierig möglich ist. Deswegen haben wir unsere Erfahrungen aus all diesen Moderationen zusammengelegt mit unseren Erfahrungen virtueller Zusammenarbeit und haben daraus dieses Format des Interaction Remote entwickelt. Dabei verwenden wir viele anerkannte Werkzeuge, wie beispielsweise dann Camunda für eine virtuelle Prozessaufnahme oder auch Teams, um virtuell in unterschiedlichen Gruppen zu arbeiten. Wenn Sie generell eine Herausforderung haben, die wir gemeinsam mit dem Interaction Remote angehen können, dann kommen Sie gerne auf uns zu. We'll be right back.